So, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Wie versprochen, messen wir mal unseren Kraftstoffdruck vorne hier am Mengenteiler. Ich habe jetzt hier mein Manometer angeschlossen an der Spritzuleitung zum Mengenteiler hier. Und wie ich das genau gemacht habe, zeige ich euch nach dem Intro und dann sehen wir uns gleich. So, hier seht ihr jetzt meine Kraftstoffdruckprüfleitung, die ich jetzt hier so angeschlossen habe. Ich habe die direkte Kraftstoffzufuhr zum Mengenteiler hier quasi mein Manometer dazwischen geklemmt. Die ist hier befestigt, also die Kraftstoffzuleitung, seht ihr, die kommt von der Stirnwand hier hinten hoch, direkt vom Kraftstoffpumpe-Paket und geht dann hier. Hier war sie angeschlossen am Mengenteiler, ja, direkt rechts neben der Stauscheibe. Die Mutter hier könnt ihr lösen mit dem 17er Schlüssel, aber ihr habt hier hinten relativ wenig Platz. Da müsst ihr aufpassen, hier, dass ihr an der Stauscheibe da nicht irgendwelche Kerbe reinschlagt oder den Stellteller da irgendwie beschädigt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und dann habe ich jetzt hier aus meinem Manometer-Prüfset quasi die Prüfleitung so erstellt und habe hier mein Manometer angeschlossen. Ihr solltet ein Manometer nehmen, was bis 10 Bar anzeigen kann oder 140 PSI. Und dann habt ihr die komplette Range auch abgedeckt. So, wenn wir jetzt gleich die Zunge. So, die Zündung ist jetzt ein. Die Kraftstoffpumpe haben am Anfang Kraftstoff gefordert. Das hat man auch gehört, diese Summe hinter rechts. Nach Start vom Motor haben wir jetzt hier Taschgas 7 Bar Anliege. So, ihr habt es gesehen, mit Zündung fordern sie 2,5 Bar beim Motorstarter, also den Druck, was dann beim laufenden Motor auftritt, waren fast gar 7 Bar. Jetzt müsste der Druck innerhalb von einer halben Stunde nicht unter, ich lege jetzt hier mal Stoppuhr hin, nicht unter 2,6 Bar fallen. Hoppla. So, jetzt warten wir eine halbe Stunde und schaut uns dann den Druck nochmal an. So, die Zündung und der Motor sind seit 6 Minuten sind die jetzt aus
Und der Systemdruck ist immer noch bei, ja, 3,3, 3,2 bar. Das sieht so aus, als wie er konstant kalter wird. Wir machen aber die Messung komplett halbe Stunde lang und schaue dann, inwieweit der Druck hier im System noch absinkt. Wenn der Druck in der ersten paar Minuten unter die 2,8 bar fällt, dann stimmt entweder irgendwas mit der Einspritzventile, ne, dass irgendeins undicht ist und so quasi der Druck verloren geht, weil der Schließdruck bei der Einspritzventile liegt so bei 2,8 bar. Oder hinter Rückschlagventil am Kraftstoffpumpepaket nicht passt oder der Kraftstoffdruckspeicher nicht passt. Ja. Aber hier, so wie es jetzt aussieht, scheint es in Ordnung zu sein. So, jetzt eine knappe halbe Stunde ist jetzt vorbei. Unser Systemdruck liegt jetzt immer noch bei 3 bar. Das ist absolut in Ordnung. Er hält den Druck, also kann man mal defektes Rückschlagventil hinter einem Kraftstoffpumpepaket kann man schon mal ausschließen. So, jetzt sind wir auch schon durch mit unserer Messung hier vorne am Mengenverteiler. Das war jetzt eine einfache Messung von der Hauptleitung direkt zum Mengenverteiler ohne eine Unterkammermessung. Einfach direkt nur dieses Manometer dazwischen geschaltet und einfach mal zu schauen, welcher Druck hier vorne ankommt. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Der Druck wird auch gehalten. Wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde. Wir sind jetzt bei 35 Minuten, seht ihr hier. Und ich habe jetzt immer noch knappe 3 bar Anliege. Das ist absolut okay. Nochmals, sollte der Druck fallen, nachdem man den Motor abgestellt hat, aus dem Leerlauf, also ihr macht den Motor aus, Zündung aus und der Systemdruck fällt gleich unter 2,8 bar, dann stimmt irgendwas mit eurer Rücklaufleitung nicht oder mit hinter dem Rückschlagventil am Kraftstoffpumpepaket oder mit dem Druckspeicher stimmt irgendwas nicht. Das ist jetzt in meinem Fall nicht der Fall. Der Systemdruck wird jetzt auch über die vorgeschriebene Zeit immer noch aufrecht gehalten. Das ist jetzt das Problem nicht. Im Weiteren war ich noch hinter das Kraftstoffpumpe-Paket einmal komplett auseinandernehmen, weil ich habe jetzt schon gesehen, dass das nämlich so taufrisch aussieht, ja, nach 33 Jahren. Ja, jetzt sind wir bald bei 34 Jahren. Sieht das nämlich so frisch aus und das war ich auf jeden Fall Komponente davon erneuern, auch die Schläuche mal genauer angucke. Ich habe es schon gesehen, bei der Hauptleitung runter vom Tank, wenn man die zusammendrückt, tritt Kraftstoff auf. Ja, die müssen wir auf jeden Fall erneuern. Dazu muss ich aber meinen Tank erst noch ein bisschen leer fahren. Der ist jetzt noch, ja, halb voll und ich habe jetzt hier keine Behältnisse, um mal geschwind so 40, 45 Liter, 35 Liter, je nachdem, so genau sagen kann man das nicht, wie viel da noch drin ist, einfach um diesen Kraftstoff aufzufangen. Und deshalb fahre ich jetzt erst den Tank ein bisschen leer, um mich dann hinter am Kraftstoffpumpe-Paket meine Arbeit zu machen. Wir messen dann auch noch, bevor wir dann das Paket ausbaut, messen wir noch den Druck direkt nach der ersten Kraftstoffpumpe. Das kann ich euch schon mal im Vorfeld verraten, da muss der Druck zwischen 2 und 4 bar liegen nach der ersten Pumpe. Wenn der Druck drunter liegt, dann ist das ja ein Indiz, dass die erste Pumpe erst gar nicht richtig funktioniert und wenn er drüber liegt, ist das ein Indiz, dass die zweite Pumpe nicht funktioniert. Also der muss immer zwischen so einem Sollwert zwischen 2 und 4 bar liegen. Das machen wir dann im nächsten Video, da messen wir dann hinten mal durch. Und als weiteres, um dieses ganze System einfach abzuschließen mit einer ganzen Komponente, wo damit zusammenhängt, schauen wir uns das Kraftstoffpumperelais noch genauer an. Beim 126er sitzt das Kraftstoffpumperelais an der Stirnwand und bei unserem 107er sitzt vorne hinter dem Handschuhkasten, also Handschuhfacheinlage müsst ihr rausnehmen und da dahinter sitzt das Relais dann. Das messen wir dann auch nochmal durch.
Ja, und dann freue ich mich fürs Zuschauer. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo freuen, ja? Und über ein Like. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Ciao. So, noch kurz zu meinem Prüfkoffer, den ich mir geholt habe. Den kriegt ihr schon für schmales Geld überall im Internet, bei Amazon oder bei eBay. Um die 20 Euro, 25 Euro, 30 Euro. In meinem Fall ist jetzt hier so ein Manometer dabei mit so einem Druckschlauch und hier auch ein Ventil, um den Kraftstoff bzw. den Druck dann hier noch abzulassen. Da könnt ihr dann auch mal hier in dem Röhrle schauen, wie euer Kraftstoff aussieht, der hier vorne ankommt. Da sollte natürlich nichts anderes drin sein, außer Kraftstoff. Und das kommt alles hier in so einem Köfferle, in so einem roten Köfferle, jetzt in meinem Fall. Gibt auch blaue Koffer, meiner ist jetzt halt rot. Der hat hier verschiedene Adapter dabei, Prüfschläuche dabei, Schlauchschelle dabei, um das dann anzuschließen. Und das funktioniert auch für die meiste gängige Kraftstoffleitungen in sämtliche Autos. Ich finde keine schlechte Sache, ich werde euch den Link unten in die Beschreibung noch mit reinpacken und dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, hier nochmal die Komponente schematisch dargestellt, die zu unserem Kraftstoffpaket, zu unserer Kraftstoffleitung alles dazugehört. Ich habe hier unten habe ich hier den Tank, ja, unseren Tank. Dann habe ich hier die Zuleitung zu unserer ersten Pumpe, hier die Pumpe Nummer 1. Das wäre dann der eine Prüfpunkt, um die Leistung der Pumpe zu überprüfen, wie im Video schon erwähnt, um diesen Druck hier zu messen zwischen 2 und 4 Bar. Schließe ich das quasi nach der ersten Pumpe ab. Und muss dann schauen, was das Manometer hier anzeigt. Und wie gesagt, der Prüfwert sollte zwischen 2 und 4 Bar liegen. Dann die zweite Pumpe in Reihe geschaltet, hier mit der erste verbunden. Und dann habe ich hier noch meinen Kraftstofffilter und hier oben mit der Nummer 57 den Druckspeicher. Hier noch zur besseren Orientierung, hier sind wir dann im Motorraum. Hier haben wir unseren Leerlaufsteller, unser Leerlaufregelventil und hier habe ich meinen Mengenteiler, meinen Gemischregler und hier habe ich quasi dann den zweiten Prüfpunkt, das was wir im Video jetzt gemacht haben. Hier haben wir unser Manometer angeschlossen und haben den Kraftstoffdruck direkt, der am Gemischregler anliegt, am Mengenteiler anliegt, haben wir jetzt gemessen. Das nur noch mal kurz zur einfachen Veranschaulichung, dass man auch versteht, wie das ganze System auch funktioniert.